Good evening, all. Guten Abend zusammen. I am so delighted to be under this auditorium this evening. Ich bin so erfüllt, in diesem Saal heute mit euch zu sein. I thank God to see a large number of young people in this congregation. Ich danke Gott, eine große Anzahl junger Menschen in dieser Gemeinde zu sehen. I'm happy to be in your midst. I'm happy to be in your midst. To be among you. Ich bin dankbar, in eurer Mitte zu sein. As you had already known, I'm Brother Kereke from Africa, Nigeria in particular. Ich bin Bruder Okereke aus Nigeria. The young people in Africa extended their greetings to you. They asked me to tell you that you still have young people in Africa that are serving the Lord. Ich soll euch Grüße von den jungen Menschen aus Afrika übermitteln und euch sagen, dass es da auch junge Menschen gibt, die Christus folgen. So you should be encouraged. Ihr solltet ermutigt sein. And personally, I'm always happy when I see young people who are endeavoring to serve God. Ich persönlich bin immer wieder ermutigt, junge Menschen zu sehen, die Gott folgen. I started serving God in my youth. Ich habe Gott angefangen zu folgen in meiner Jugend. About towards the end of 1966, I started serving God. Im Jahr 1966 habe ich angefangen, Gott nachzufolgen. Till today, I never regretted one day for serving Him. Bis zu diesem, I never regretted. Ich habe es nie bereut, bis zu diesem Tag, dass ich Jesus nachgefolgt habe. All I have received from Him is goodness and favor. Alles, was ich von ihm bekommen habe, ist Gute und Güte. So I always take delight in speaking to young people. Deswegen erfüllt es mich jedes Mal, wenn ich zu jungen Leuten sprechen darf. This evening I have the privilege to stand before you. Also heute Abend habe ich das Privileg, vor euch zu stehen. I'm here to encourage you. Ich bin hier, um euch zu ermutigen. And I know the Lord will bless you. Und ich weiß, Gott wird euch segnen. See, my coming here was hindered in a way. I'm supposed to be here during your convention last month. Mein Kommen hierher war ein wenig verhindert worden. Ich sollte eigentlich in Blaubeuren schon da sein. But as I said to other people, I discovered that it is the will of God to delay my coming. Aber wie ich schon zu anderen sagte, es war der Wille Gottes, dass mein Kommen verzögert wurde. Had it been that I was here during your convention, I could not have had the opportunity I have now to visit some congregations and to meet with different people. Wenn ich früher gekommen wäre, hätte ich nicht die Möglichkeit, in den verschiedenen Gemeinden zu sein und die Leute zu treffen, die Since ich jetzt I arrived here, seit ich hier angekommen bin, anywhere I go, überall wo ich hingehe, I was always received as an angel and they treated as a king. Ich wurde überall als ein Engel empfangen und wie ein König behandelt. So, I love the people of Germany. Ich liebe die Leute in Deutschland. Their hospitality. Ihre Gastfreundschaft. And their good favor towards me. Und ihr guten Willen mir gegenüber. See, I must not fail to thank God for my beloved brother Herbert. Ich danke Gott besonders für meinen geliebten Bruder Herbert. It was through him that I come to know that there are people that are serving God in Germany. Es war durch ihn, dass ich erfahren habe, dass es Menschen in Deutschland gibt, die Gott dienen. We came in contact in 2011. Wir kamen in Kontakt in 2011. And my personal relationship with him has been so good. Und meine persönliche Beziehung zu ihm ist sehr gut. I see him as a man who loved the Lord and the Word of God. Ich sehe ihn als einen Mann, der den Herrn liebt und das Wort Gottes. He had made efforts to visit Africa. Er hatte viele Bemühungen betrieben, um uns in Afrika zu besuchen. In 2014, he visited Africa with this my beloved brother and the sister Corina, the daughter. In 2014 hat er mich besucht mit diesem Bruder hier und seiner Tochter Corina. In 2016, he visited Opus in particular with one brother, Jonathan. Maybe you know him.
In 2016 hat er uns erneut besucht mit Bruder Jonathan, vielleicht kennt ihr ihn. And this year, February, he came with Brother Christian and Brother Harry. Und dieses Jahr hat er uns besucht mit Christian Ress und Harry Schell. In all these visits, in allen Besuchen, it had proved a great blessing to we in Africa, especially Republic of Benin and Nigeria. In all diesen Besuchen war es der Beweis, dass Gott uns gesegnet hat, sowohl in Benin als auch in Nigeria. We do receive your support financially, materially and otherwise. Wir bekommen eure finanzielle Unterstützung und auch jegliche andere Unterstützung. We are so thankful. Wir sind sehr dankbar für das, was ihr tut. And I know it is only God that will reward you. Und es ist nur Gott, der das alles tut. Praise the Lord. Preist den Herrn. So this evening, also diesen Nachmittag, I had the privilege, ich habe das Privileg, to have a little discussion with you. Dass ich eine kleine Diskussion mit euch habe. We all are children of God by the grace of God. Wir sind Kinder Gottes bei der Gnade Gottes. As far as you have salvation in your heart, soweit ihr Erlösung in ihrem Herzen habt, you are a member of God's family. Seid ihr ein Teil von Gottes Familie. The greatest family on earth. Die größte Familie auf Erden. The church of God. Die Kirche Gottes, so die Gemeinde Gottes. If you are not serving the Lord this evening, wenn du den Herrn nicht dienst heute Abend, encourage you, ich ermutige dich, to make up your mind. Deine Meinung zu ändern. Because God is so good. Weil Gott so gut ist. And his mercy endureth forever. His mercy endureth forever. Mercies. Try to describe it differently. Mercy. Ah, mercy. Okay, yeah, yeah. Er ist sehr gnädig zu uns. So, I want us to go straight to the Word of God. Ich will das. Let us go straight to the Word of God. Lass uns jetzt direkt zum Wort Gottes gehen. If you have your Bible, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, I want you to open to the Book of Deuteronomy. Will ich euch zum fünften Buch Mose führen. Deuteronomy chapter 30. Kapitel 30. I want us to read verses 15 through 20. Verse 15 bis 20. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote und seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich vorführen lässt, anderen Göttern anzubeten und ihnen zu dienen, so verkündige ich heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seine Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deiner Väter Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hatte. Let's pray. Lasst uns beten. Our Father, we are so grateful unto you. Unser Vater, wir sind so dankbar, you granted unto us to read your word. Dass wir dein Wort lesen dürfen. The entrance of your word giveth light. Es gibt uns Licht. And so, Father, may you illuminate our hearts this evening through the reading word. Also, wir bitten dich, dass du in unserem Herzen bist, durch das gelesene Wort. Let your spirit speak to us. Lass dein Geist zu uns sprechen. At the end, your name be glorified. Am Ende soll dein Name verherrlicht werden. Amen. Amen. I will entitle our discussion this evening, Choices and the Consequences. Das Thema heute Abend ist Entscheidungen und die Konsequenzen. I want to thank God for
the way God made man. Ich danke Gott für den Weg, wie er uns geschaffen hat. The angels of God in heaven has no choice. Die Engel im Himmel hatten keine Wahl. He created angels, ministering spirits. Er hat Engel kreiert, um sie als als Diener kreiert. The duty of angels is just to say yes sir to God in whatever he tells them to do. Die Aufgabe eines Engels ist zu sagen ja Herr, was immer es ist. But the way God created man is quite different. Aber so wie Gott uns Menschen geschaffen hat, ist es ein wenig God anders. Created man a free moral agent. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. That is, you have freedom of choice. Du hast die Freiheit der Wahl. You can choose what you are to do. Du kannst selbst wählen, was du tun willst. Whatever you choose, was immer du wählst. And you are able to follow it. Du kannst es folgen und tun. At the end, aber am Ende, you will receive the reward according to your choice. Wirst du das Ergebnis dafür einsammeln müssen für das, was, wofür du dich entschieden hast. So this evening, also heute Abend, as I stand before you as young people, so wie ich heute vor euch jungen Leute stehe, when we read, wenn wir lesen, as Moses was about to end his life on this earth, war Mose so weit, dass er sein Leben oder dass sein Leben zu Ende ging. He addressed the children of Israel. Er hat zu den Kindern von Israel gesprochen. And he made it clear unto them. Und er machte es klar zu ihnen. He has been their leader. Er war ihr Führer. From Egypt. Von Ägypten. Down to the border of Jordan. Bis zur Grenze zum Jordan. He told them. Er sagte ihnen, that today, dass heute, as I'm about departing from you, wenn ich sterben sollte, I am placing two things before you. Ich bitte euch, zwei Dinge zu tun. Good and evil. Gut und böse. Blessing and a cursing. Der Segen und der Fluch. See, choose among the two. Wählt euch von diesen zwei. And I advise you as a good leader. Und ich rate euch als ein guter Führer. You should choose life. Dass ihr das Leben wählen so solltet. So that it will be well with you and your children. Dass es gut mit euch sein sollte und euren Kindern. So, young people, junge Leute, I would like you this evening, if you have not made that choice to serve God, wenn ihr heute Abend noch nicht diese Entscheidung getroffen from habt, your heart, Jesus zu folgen von eurem Herzen, I want you to think twice, möchte ich, dass ihr darüber zweimal nachdenkt. Because in whatever life you are living, in was auch immer für ein Leben du stehst, the end will justify the means. The end of your life will justify the means. Das Ende deines Lebens wird. The end of your life. That is, the end of your life will show the fruit of the life you have ja, lived. Das Ende deines, das dein Ende wird zeigen, wie dein Leben war, die Früchte deines Lebens. And so that is why it will be wise. Und deswegen ist es weise. To choose wisely. Uns weise zu entscheiden. There are a lot of challenges in the world today. Es sind viele Herausforderungen heute in dieser especially Welt. As it concerns young people. Besonders für junge Leute. A lot of things are appealing to you. Viele Dinge sprechen uns an. Various kinds of life. Alle möglichen if you want to choose to be a sinner. Wenn du dich dazu entscheidest, ein Sünder zu sein. Nobody is going to quarrel with you. Keiner will etwas mit dir zu tun Nobody haben. Is going to bother you. Keiner wird dich daran hindern. Nobody is going to force you against your will. Keiner wird dich gegen deinen Willen dazu zwingen. In Revelation chapter 22. Which book? Say again. Read it so that you Offenbarung, can get the proper words there. Revelation chapter 22. Offenbarung 22. Read verse 11. Vers 11. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. See, as Christ was ending the letter
He revealed to John in Revelation. Als Christ, as he was ending this message in Revelation. Als Christus diese Message beendete hier in Offenbarung. After he had said a lot of things. Hat er einige Sünden aufgezählt. He said, if you want to be unjust, that is, sorry. Nachdem er einige Dinge aufgezählt hatte, translated it wrong. If you want to be unjust, wenn du gerecht sein willst, continue in your unjust way, nobody will bother you. Kannst du tun, was du willst, niemand wird dich daran hindern. If you want to be filthy, wenn du unrein sein willst, continue in your filthiness, nobody will bother you. Und in deiner unreine Art weiterleben willst, wird dich niemand daran hindern. If you want to be righteous, wenn du gerecht sein willst, continue in your righteousness, nobody will bother you. Kannst du weiter in deiner Gerechtigkeit machen, es wird dich niemand daran hindern. And if you want to be holy, und wenn du heilig sein willst, continue to be holy. Kannst du weitermachen, so heilig zu sein. Ways in this life. Es sind also zwei verschiedene There Willen is no middle Leben. Way. Es gibt keinen Mittelweg. We have only two ways. Wir haben immer zwei Wege. The way of holiness. Der Weg der Heiligung. And the way of righteousness. Und den Weg der Gerechtigkeit. So you are to make a choice. Du musst deine Wahl treffen. Let me repeat. The reason I love serving God. Der Grund, warum ich Gott folge, is that he does not force anybody to serve him. Weil er keinen zwingt, ihm nachzufolgen. He can appeal to you. He can appeal, make an appeal to you. Er kann dich ansprechen, dich fragen. Because he knew, weil er weiß, that in serving him, wenn wir ihm dienen, there is blessing. Da ist Segen. In serving the Lord, in Gott zu dienen, there is life. Da ist Leben. That is why he wants to share his life with you. Deswegen will er sein Leben mit uns teilen. And we know the life of God is life of holiness. Das Leben mit Gott bedeutet Heiligkeit. There is no wicked way in God. Es gibt keinen schlechten Weg so in Gott. If you choose to become a child of God, wenn du dich entscheidest, ein Kind Gottes zu werden, chosen the highest thing in this life. Hast du das höchste Gut in diesem Leben erwählt. You have chosen to occupy the greatest position in this life. Dann hast du dich dafür entschieden, die größte Position im Leben yes, einzunehmen. Yes, maybe your colleagues in the world may be mocking or laughing at you. Vielleicht werden deine Kollegen dich hänseln oder über dich lachen. Many people today are ashamed to carry the Bible. Viele Leute heute schämen sich, die Bibel zu tragen. Especially young people. Besonders junge Leute. They are ashamed to carry the Bible. Sie schämen sich dafür. But Jesus Christ said, aber Jesus Christus sagt, if you are ashamed of him in this world, wenn du dich für mich schämst, he will be ashamed of you on that day in the presence of God. Wird er sich später für dich schämen in der Präsenz Gottes. So it's better. Es ist besser for you, für uns as a young person, als junge Leute, to make a concrete decision now. Eine fundamentale Entscheidung zu treffen jetzt. I want to live my life for God. Ich will mein Leben für Gott lassen. There is nothing good in this world we are living today. Es ist nichts gut in dieser Welt, in der wir heute Solomon leben. Tested every kind of life. Salomo hat alle möglichen Arten von Leben he getestet. Married 300 wives. Er hat 300 Frauen geheiratet. And 700 concubines. Und 700 Nebenfrauen. That is 1000 women one man has. 1000 Frauen für einen Mann. But he never satisfied. He was never satisfied. But er war nie zufrieden damit. He tested every kind of food. Er hat alle möglichen Nahrungsmittel ausprobiert. He tested every kind of wine. Er hat alle möglichen Weine ausprobiert. You know what Solomon said? Wisst ihr, was Salomo sagte? All these things are vanity upon vanity. They are useless. All diese Sachen sind Eitelkeit, nichts als Eitelkeit. So we should learn from his example. Wir sollten von seinem Beispiel lernen. Restrict yourself. Don't allow the enemy to drive you to your wit's end. Haltet euch selbst zurück und fahrt nicht in das gleiche Ende. Some young people will say, I want to sow my wild oats. I want to live my life as I want it. I want to enjoy my youth. Ich will meine Jugend genießen. Ich will mein Leben so leben, wie ich es leben will. What you think that is enjoyment is destruction. But was du als Vergnügen empfindest, ist in Wirklichkeit Vernichtung. Young people have destroyed their lives before their time. Viele junge Leute haben ihr Leben zerstört, bevor es eingeschlagen hat. For instance, many young people, especially
young ladies have died in abortions too, where they are, they made friends, took in, and they became ashamed. They want to abort the child, and they die in the process. Viele junge Frauen zum Beispiel sind gestorben, weil sie sich mit Männern eingelassen haben, schwanger geworden sind, es abtreiben lassen wollten und bei dieser Abtreibungsprozedur gestorben sind. Many young girls have married against their will because they became pregnant outside wedlock. Viele junge Frauen haben gegen ihren Willen eigentlich geheiratet, weil sie vorher schwanger geworden sind. As when a young girl allows herself to be defiled by a young man. Wenn eine junge Frau es erlaubt, sich von einem jungen Mann verführen zu lassen, she will be left to marry an old man in the village. She what? She will be left to marry an old man instead of marrying a young man like herself. Wird sie da zurückgelassen, einen alten Mann zu heiraten? Because no young man will want to marry a pregnant girl. Wer will schon eine schwangere Frau heiraten? So old man will come for you. Ein alter Mann wird für dich kommen. So that's why you must be wise. Deswegen musst du weise sein. I don't know whether I'm passing a message. Are you hearing me? Yeah. Do you understand what I'm saying? Okay. So it's good to make a proper choice. Deswegen ist es gut, die richtige Entscheidung what zu treffen. What of young boys who give themselves to drugs, either smoking of Indian hemp or marijuana or rest of them? Most have become mad in the process of that. Viele junge Männer suchen ihren Frieden in Rauschgift, in Drogen und sind danach verrückt geworden. That's why I said, you better make a right choice now. Deswegen sage ich, du machst besser jetzt die richtige Entscheidung. There is nothing in the world. Es ist nichts in der Welt. All these things, Solomon said, is vanity. Alles in dieser Welt, wie Salomo schon sagte, ist Eitelkeit. What about gambling? Über Spielsucht. This is what is reigning, especially in developed countries today. Das ist eine sehr entwickelte Sache in westlichen Ländern. Young people, when they gain some money, they go to a gambling house and they spend those money for nothing. Viele junge Leute sind involviert, entwickeln eine Sucht und verlieren ihr ganzes Geld. All these things are the work of the enemy. The work of Satan. Und das alles ist die Arbeit Satans. And the worst today is occultism. Young people giving themselves to occultism. Viele junge Leute geben sich Okkultismus hin. Secret courts. Secret courts. Don't you know what is occult in this? Yeah, in this we know occult, yes. But secret courts. I say secret. People having secret okay. courts. Sie haben, secret meetings. Okay. Where they destroy themselves. Ja, with Sie, guns, with matches and the rest of them. Gotcha. Wenn man sich mit Okkultismus einlässt, sich in, im Geheimen zusammentrifft und okkulte Praktiken durchführt. So this evening, I want to encourage you. Also heute Abend möchte ich euch ermutigen. To make the right decision at the right time. Die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen. Solomon said, remember now thy creator in the time of your youth. Salomo sagt, erinnere dich an deinen Schöpfer in der Zeit deiner Jugend. I tell my people that young people are the greatest asset in the house of God if they will decide to serve God. Ich sage meinen jungen Leuten immer, die jungen Leuten in der Kirche sind die größte Bereicherung in der Kirche. Because as a young person, als eine junge Person, you are full of energy. Habt ihr viel Energie. You are full of strength. Ihr habt viel Kraft. You are full of vitality. Viel Lebenskraft. If it entails flying, you can fly in the air as a young person. Es ist so, als ob du als junge Person sogar fliegen könntest. And that is why when you give your life to Jesus, und das ist, wo du dein Leben he will Jesus use übergeben you kannst. Er will dich gebrauchen. In a way that you will be a blessing to yourself. Das in so einer Art, dass du ein Segen für dich selbst sein kannst. You be a blessing to your family. Du kannst ein Segen für deine Familie sein. You be a blessing to the church. Und ein Segen für die Gemeinde. And above all, you will be a blessing to the society. Und auch ein Segen für die Gesellschaft. Satan see these things. Satan sieht diese Dinge. And he is pursuing you. Und er verfolgt dich. With all devices. Auf allen möglichen Arten. I want to tell you, Satan is a master planner. Ich will euch sagen, dass Satan ein Mastermind ist. Say again.
a master planner. Yeah. If he planned this and fail, he will turn around and plan another just to get you. Er plant eine Sache mit dir, die nicht, vielleicht nicht funktioniert, aber er dreht sich rum, plant schon die nächste Sache, nur um dich zu bekommen. And if you choose to serve Satan, und wenn du dich entscheidest, Satan zu dienen, eventually he must put you in an open shame. Open shame? Open shame. Und wenn du dich entscheidest, Satan zu folgen, wirst du öffentliche Schmach erleiden. He will useless your life. Useless life? Useless your life. He make you useless in life. Er wird dich wirkungslos machen in deinem Leben. And that's why I advise you, choose rightly at the right time. Und deswegen sage ich euch, trefft die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. Solomon gave us a proper advice. Und Salomo hat uns den richtigen Ratschlag gegeben. To remember thy creator while you are still young. Dass wir unseren Schöpfer uns an unseren Schöpfer erinnern sollen, solange wir noch jung sind. Then Timothy was a young man and a minister in the New Testament church. Timotheus war ein junges Gemeindemitglied und auch ein Leiter im Neuen Testament. Then Paul wrote him a letter. Und Paul schrieb ihm einen Brief. In 2 Timothy chapter 2. Im 2. Timotheus Kapitel 2. Then read verse 22. 22. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. So, flee also youthful lusts. Fliehe der Sünde. So, youthful lusts. Lusting after smoking, die Lust after nach Rauchen, nach betrunken sein. Love of the world, die Liebe zur Welt. You see, worldliness and the worldly amusements. Die Welt und ihre weltlichen Lüsten. You see, I will not fail to mention here again, our ladies in particular, they have a problem. Ich möchte nochmal erwähnen, besonders unsere weiblichen Gemeindemitglieder haben ein Problem. You see, when God made a woman, wenn Gott die Frau erschuf, he made her a perfection of beauty. Er machte sie perfekt in ihrer Schönheit. He made a woman different from where he made a man. Er machte sie anders als den Mann. If you read your Bible very well. Wenn ihr eure Bibel genau lest. In 1 Corinthians chapter 11. Im 1. Korinther Kapitel 11. If you read verses 13 to 16. Just mark it, you read it at home. 13 to 1 Corinthians chapter 11 verses 13 through 16. 1. Korinther 11 von 13 bis 16. Lest es euch zu Hause durch. The Bible made it clear that God gave women their hair as an added glory. Die Bibel macht klar, dass Gott der Frau Haare schenkte, um ihre Schönheit zu unterstreichen. The hair that God gave the women is an added glory. Is the glory of God. Die Haare beschreiben die Herrlichkeit Gottes. On you. An dir. And so, although in my own country, in meinem eigenen Land, our women do not have long hair. Unsere Frauen haben keine langen Haare. Because we are living along the equator, where the intensity of the sun is so high. Weil wir unterm Äquator leben und die Hitze ist so stark. So it affects our color. Es betrifft unsere Hautfarbe. That's why we are black in Africa, most of us. Deswegen sind wir schwarz in Afrika, die meisten von uns. We are living along the equator. Wir leben am Äquator. So our hairs cannot grow as your own hair. Unsere Haare können nicht so wachsen wie eure. Because of your climatic condition. Wegen dieser klimatischen Unterschiede. So but some only women we go to market and buy what they call weave-on. And all those things that they do today, that they wear it on natural something, they wear it so that the people will see that their hairs are long. But that is not their hair. Sie gehen oft zum ins Geschäft und kaufen sich künstliche Haare, um zu zeigen, dass sie lange Haare haben. Aber es sind nicht ihre eigenen. But sisters, God bless you with your long hair. Geschwister, ihr seid gesegnet mit langen Haaren. Es ist Sünde, eure Haare abzuschneiden. If it is long, glorify God out of it.
Don't go to any way to cut it short. Wenn sie lang sind, dann ist es Verherrlichung Gottes. Schneidet sie nicht ab. Equally told men, if a man should allow his hair to grow long as a woman, it's abomination in the sight of God. Und wenn Männer ihre Haare lang wachsen lassen, dann ist es Sünde vor Gott. So right in the Garden of Eden. Sofort im Garten Eden. God in creation made a difference between a man and a woman. Er macht einen Unterschied zwischen Mann und Frau. And the one place he made it is the hair they wear. Und ein Unterschied war die Haare, wie sie tragen. Another problem that women are having today is a matter of dressing, how to dress themselves. Ein anderes Problem ist, wie Frauen sich kleiden. So please, young person. Also bitte, junge Leute. Don't give yourself to immodesty. The Bible teaches modesty, that is to dress properly. Clothe means to cover. Gebt euch nicht der Unkeuschheit hin. Kleidung bedeutet, sich keusch zu kleiden. You should dress to cover your nakedness. Ihr solltet euch kleiden, um eure Nacktheit zu bedecken. It's an abomination to see a sister along the way wearing a short sleeve cloth that you cannot raise up your hand for without people seeing your armpit or the hair in your armpit. It's an abomination. Es ist Sünde, wenn man zu kurze Ärmel trägt, ohne dass man die Hand heben kann, dass man die Achselhöhle sehen kann. Or to wear a short skirt or gown oder eine that zu kurzen run Rock down tragen, to your knees, even if you, when you sit down. Das nicht über eure Knie geht. So we do not dress to attract undue attention. Wir wollen uns nicht so anziehen, um andere ihre Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. So we dress to please our maker. God is our maker. So we must dress to please him. Wir kleiden uns, um Gott zu verherrlichen. Salvation is a deliverance from sin. Erlösung ist ein Unterschied zur Sünde. When you are saved, you are delivered from every type of sin. Wenn du erlöst bist, dann wenn du gerettet bist, dann bist du erlöst von aller Sünde. That is why in Revelation where we read Jesus Christ say, if you want to be holy, be holy. Deswegen lesen wir in Offenbarung, wenn du heilig sein willst, dann sei heilig. If you want to be unholy, be unholy. Let the world know that you are unholy. You are not serving God. Don't pretend. Tut nicht so, als ob ihr es wärt und dann eigentlich doch nicht heilig wärt. The worst condition you will find yourself is to pretend you are serving God when you are not serving God. Das Schlimmste, was ihr tun könnt, dass ihr einfach nur so tut, als ob ihr Gott dient. You put yourself in bondage. Ihr nehmt euch selbst gefangen. Maybe when you are outside the church, you behave as a sinner. Wenn ihr außerhalb der Gemeinde seid, benehmt ihr euch wie ein Sünder. When you come where the church gathers, you try to behave as a saint. Wenn ihr in die Gemeinde kommt, dann tut ihr so, als ob ihr ein Heiliger seid. If you want to be a Christian, be a Christian. Wenn ihr ein Christ sein wollt, dann seid Christen. If you want to be a sinner, be a sinner. Wenn ihr Sünder sein wollt, dann so seid Sünder. Which class you belong to, you receive a due reward when the time comes. Was auch immer für eine Gruppe oder Klasse du zugeordnet bist, ihr werdet die Früchte davon tragen. So Paul asked Timothy to flee every youthful lust. Paul ratet Timotheus dringend davon ab, den weltlichen Lüsten nachzueilen. Let us read 1 John before we come back to Timothy. 1. Johannes chapter 2. Kapitel 2. First John chapter 2. First John chapter 2. Start from verse 12. Vers 12. Down to 17. 12 bis 17. Also 1. Johannes 2, 12 bis 17. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünde vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
So part of verse 13 says, I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. Ich, in Vers 13 nochmal, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, ich schreibe euch, ihr jungen Männern, weil ihr den Bösen überwunden habt. As I said before, if you give yourself, now you are young, wie ich schon sagte, wenn ihr you euch have selbst, the strength to fight the good fight of faith. Ihr habt den guten Kampf, ihr habt you die Kraft, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. You have the power to say no to sin. Ihr habt die Macht, Nein zur Sünde zu sagen. Because you are young. Weil ihr jung seid. Full of energy, full of power. Voll mit Energie und Kraft. He went on to say in verse 14, I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you. And ye have overcome the wicked one. Und Vers 14 nochmal der zweite Teil. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Listen to me. You see, as a young person now, hört mich an, als junge Leute heute. You have the ability to memorize the word of God. Ihr habt die Möglichkeit, das Wort Gottes zu behalten. I will find it difficult now to memorize a verse of a scripture. Ich habe heute Schwierigkeiten, selbst Verse zu behalten. As an old man. Ich, als ein alter But Mann. Your brain is still sharp. Aber euer Gehirn oder euer Gedächtnis ist immer noch sehr gut. A lot of things that are bothering me now are not bothering you. Say again. A lot of things that are bothering me, that are a burden to me, or a weight to me, es gibt vieles, or a load to me, is not the same to you. Manches, was mir auf dem Herzen liegt oder was eine Bürde für mich ist, ist nicht so für euch. Maybe some of you do not have children to take care of. You don't pay school fees. You don't pay house rent. So all these things do not bother you. Vielleicht müsst ihr kein Schulgeld zahlen. Ihr müsst nicht euer Haus abzahlen. Das sind Bürden, die ihr nicht tragen müsst vielleicht. So you can take up your Bible and read and read and read and memorize some verses that will be of help to you. Deshalb könnt ihr die Bibel nehmen und lesen und lesen und Verse behalten, die euch dann helfen werden. The reason that Jesus Christ overcame Satan during his temptation was he was able to memorize the word of God in him. Der Grund, warum Jesus bei der Versuchung von Satan dieser Versuchung widerstehen konnte, war, dass er das Wort Gottes kannte. So the word of God is our weapon of warfare. It's a great weapon. Das Wort Gottes ist unsere Waffe im Kampf gegen den Teufel. If you use it well, there's no enemy that will ever defeat you. Wenn du es richtig benutzt, wird es keinen Feind geben, den du nicht besiegen kannst. Then let's continue with the letter of John. Lasst uns weiterlesen. He said, verse 15. Came up with a warning. Kommt er mit einer Warnung. Love not the world. Liebe nicht die Welt. Neither the things that are in the world. Auch dann alles noch was in der Welt ist. So a lot of things are going on in the world, as I said before. Es sind viele Versuchungen in der Welt. Seducing spirit is going on in the world today. Böse Geister, die in der Welt sind. A lot of things are appealing to young people. Viele Versuchungen, die uns als junge Leute ansprechen. But the end of all these things is destruction. Aber das Ende all dieser Dinge see, ist unsere Zerstörung. Love not the world, nor the things that are in the world. Liebe nicht die Welt noch was in ihr the loss of the eye, die Augenlust, the things that the eye can see. Die Augen können sehen. Don't allow it to mislead you. Erlaube es nicht, the loss of the flesh. Dich zu verführen. Those things that appeal to the flesh. I want to be this, I want to be that, I want to do this, I want to do the other. Don't allow it to mislead you. Die Fleischeslust, was wir alles gerne haben möchten, all die Dinge, erlaube es nicht, dich davon verführen zu lassen. The pride of life. Pride of life. Der Stolz des Lebens. See, I thank God for your country. Ich danke Gott für euer Land. They have a good plan for you as young people. Dieser Staat hat einen guten Plan für euch junge you Leute. You have good parents who has a plan for you too. Ihr habt gute Eltern, die einen Plan für euch auch so haben. Most of you here own a car. Die meisten von euch besitzen But ein Auto in hier. Africa it is not so. Aber in Afrika ist es nicht so. We are battling on what to eat, talking of buying a car. Wir kämpfen eher darum, was zu essen, zu kaufen, so anstatt nach einem Auto zu schauen.
wenn ihr nicht vorsichtig seid, pride will take you up. Wird Stolz euch auffressen. Because you have a lot of things around you. Weil ihr viele Versuchungen um euch habt. You don't lack anything. Ihr vermisst nichts. That was the condition of Laodicean Church. Which church? Laodicean Church in Revelation chapter 3, das war, from verse 14. Das war die Situation von der Kirche zu Laodicea. Because they had all they need in this life. Sie hatten alles gehabt in diesem Leben. They became proud. Und sie wurden stolz. And as a result of pride, und es, sie hatten viel Stolz. They forsake God. Haben sie Gott vergessen. Go home and read Revelation chapter 3, verse 14 to 18 and see what God told them, or to 20. Lest die betreffende Stelle in Offenbarung. So if you're not careful, wenn ihr nicht vorsichtig seid, the world in this nation will constitute a barrier to you from going to heaven or serving God. Wenn ihr nicht aufpasst, wird das eine Barriere in euch aufbauen, in den Himmel zu kommen. Und das wird euch daran hindern, in den Himmel zu kommen. Stolz. Say, do you know who I am? Sieh mich an, wer ich bin. Do you know the kind of family I come from? Siehst du die Familie, von der ich komme? Do you know the type of office I work? Siehst du, was für eine Arbeit ich tue? Do you know my salary at the end of the month? Siehst du mein Gehalt am Ende meines Monats? As a result of pride. Das ist viel Stolz in uns. So be very, very careful. Also seid sehr vorsichtig. So Paul told Timothy, flee youthful lusts. Paul riet Timotheus, fliehe den weltlichen Lüsten. And in place of that, he asked him to follow righteousness. Und anstatt dessen sollte er der Gerechtigkeit nacheilen. To follow faith. Um dem Glauben nachzueilen. And those who call God out of a pure heart. Und die, die Gott aus einem reinen Herzen anrufen. So be careful of the company you keep. Also seid vorsichtig, in was für einer Gesellschaft ihr euch befindet. Be careful of the type of friends you make. Die Art von Freunde, die ihr habt. Most evil things that happen in the world today is a result of friendship. Vieles, was einem Christen in dieser Welt passiert, ist die Art von Freunden, mit denen er sich umgibt. If you are not ready to do evil, your friend can lure you or influence you to do evil. Du bist vielleicht selbst nicht bereit, Böses zu tun, aber deine Freunde werden dich dazu verführen. Deswegen solltet ihr christliche Freunde haben, who have the same desire, die das gleiche Ziel haben, who have the same goal, das gleiche Bedürfnis, who have the same focus, die den gleichen Fokus haben. When it is time for revival, they have the mind to be in a revival meeting. Wenn es Zeit ist für einen Gottesdienst, dann wollen sie in dem Gottesdienst sein. Wenn es Zeit für Konferenzen ist, dann ist es Zeit, dann wollen sie in den Konferenzen sein. When it is time for Bible study, they will have the mind, I want to go to Bible study. Wenn es Zeit für ein Bibelstudium ist, dann wollen sie in diesem Bibelstudium sein. But if you make friends with the world, aber wenn ihr Freunde in der Welt they don't habt, have interest in this sense. Sie haben kein Interesse an diesen so Dingen. They can lead you away. Sie werden euch weg von diesen Dingen führen und in euch in Probleme stürzen. I don't know whether you have read the story about Ammon, ich weiß nicht, the son of David. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Davids Sohn Ammon kennt. It was his friend that led him to commit abomination, to lie with her sister. Es war sein Freund, der ihn dazu riet, mit seiner Schwester zu schlafen. His friend gave him a plan on how to lie with his sister and defy her sister. Sein Freund gab ihm diesen Plan und riet ihn dazu, das zu tun. So be careful. Also seid vorsichtig. The Bible told us in 1 Corinthians chapter 15, verse 33, that evil communication spoils good manner. That is, when you follow evil people, they are bound to destroy you. They are bound to mislead you. In 1 Corinthians? 1 Corinthians chapter 15, verse 33. 13, Vers 35 sagt es so, dass wir vorsichtig sein sollten, wem wir nachfolgen, weil diese uns in Probleme stürzen können. I would like you as a young person to follow the example of Joseph. Ich möchte euch jungen Leuten raten, dem Beispiel Josefs zu folgen. Joseph was the 11th child of Jacob. Er war das elfte Kind Jakobs. And from his childhood, und von seiner Kindheit an, he loved the Lord, liebte er den Herrn, and does what is right, und das, was richtig ist. And the father loved him so much, und sein Vater liebte ihn sehr. That the Bible says that the father, to appreciate his the kind of life he was living, he made a coat of many colors for him.
Er war so dankbar für sein Leben oder für diesen Sohn, dass er ihm einen bunten Rock gemacht hat. Let us read a little. Lasst uns diese Geschichte kurz lesen von Josef. To encourage us this evening. Um uns heute Abend zu ermutigen. 1. Mose 30. Genesis 39. Read verses 6 through 9. Say again, first. Danke. Genesis 39, verses 6 through 9. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Josef aber war schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach dieser Begebenheit, dass die Frau seines Herrn ihren Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Du nein? Dann. Siehst du nein? Nein. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hatte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? See, I believe you know the story of Joseph. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte von Josef. He was sold into slavery in Egypt. Er wurde in die Sklaverei verkauft. Potiphar was his master. Potiphar war sein Herr. And when Potiphar discovered the life of Joseph, a godly life. Und als Potiphar sein göttliches Leben erkannte. A young man who feared the Lord. Ein junger Mann, der den Herrn fürchtet. Potiphar committed everything he had into Joseph's hand to take care of. Also vertraute Potiphar alles, was er hatte, in seine Hände. And God started blessing the house of Potiphar. Und Gott fing an, das Haus Potiphars zu segnen. Satan was not happy. Satan was not happy. Satan war nicht froh darüber. Satan entered in the heart of the master's wife. Satan ergriff Besitz von dem Herz der Frau Potiphars. And this woman started eyeing Joseph. Und diese Frau warf einen Blick Because auf Joseph. Joseph was a handsome man. Weil Joseph ein gut aussehender Mann war. And that is why you should not allow your beauty or your handsomeness to betray you. Und deswegen sollte dein Äußerlich, deine Schönheit dich nicht dazu verführen. Because Joseph had the fear of God and the love of God in his heart. Weil Jesus, Josef diese Furcht vor Gott in seinem Herzen trug. He was not even looking at the master's wife. Er schaute nicht einmal nach seines Herrn Frau. Every day this woman would be desiring to have Joseph. Aber jeden Tag bearbeitete diese Frau Josef. But she lacked the courage to openly tell Joseph, I want to lie with you. Aber sie hatte nicht die Courage, ihn öffentlich zu fragen, mit ihr zu schlafen. But when she could not continue to endure, aber als sie sah, dass sie nicht zu ihrem Ziel kam, Satan was driving her with force. Hat Satan sie noch mehr ergriffen und sie weiter in diese Richtung so gestoßen. One day Joseph entered into the house to do some work. Eines Tages kam Josef wieder in das Haus. She jammed the door against Joseph. Sie schloss die Tür hinter Josef. And say, you must lie with me today. Du musst heute mit mir schlafen. Then Joseph was to run. Und Josef ist abgehauen. She held the coat of Joseph. Sie hielt ihn an seiner Kleidung Joseph fest. Joseph did like this and they left the coat with her and they ran away. Er ließ alles zurück und ist davon gelaufen. That is why Paul told Timothy, flee. Deswegen sagt Paul Timothy, run as far as your legs can carry you. Fliehe der Sünde, renn so schnell run du kannst. Away from sin. Renn von der Sünde weg. So Joseph, before he told this woman, bevor Josef dieser Frau sagte, Vers 9. Look at the words of Joseph in verse 9. He said, there is none greater in this house than I. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich. Neither hath he kept back anything from me but thee. Noch hat er irgendwas zurückgehalten außer dich. Because thou art his wife. Weil du seine Frau bist. How then can I do this great wickedness and the sin against God?
Wie sollte ich so eine große Sünde begehen gegen Gott? Praise God. This is a decision of a young man. Preist den Herrn. Das ist eine Entscheidung eines jungen Mannes. When I was a student, als ich ein Student war, our school driver told us a story. Unser Schulfahrer erzählte uns eine Geschichte. As a young person, als eine junge Person. That women, they say they are tired of their husbands. They are old men. They want to exchange diet, so they want young people to lie with them. I say, okay. Also sie erzählte diese Geschichte, dass die jungen Frauen müde von ihren Ehemännern waren und andere Männer haben wollten. So this young person tell her that she do lie with a big man's wives. So, also diese Frauen wollten mit angesehenen Persönlichkeiten schlafen. When I was in Presbyterian Church, als ich in der Presbyterian Kirche war, a time came I stopped taking Holy Communion in the church. Es kam die Zeit, in der ich diese Kommunion nicht mehr teilnahm. Because there was one woman in the church who will always leave her husband and run after other men, say that the husband is old man. Weil es eine Frau in dieser Kirche gab, die ihren alten Mann zu Hause zurückließ und immer wieder nach anderen Männern Ausschau hielt. The husband was a wealthy man. Der Mann war sehr reich. But she was not satisfied with him. Aber sie war nicht glücklich mit ihm. So this woman was not satisfied with the husband. Also sie war nicht glücklich mit ihrem Ehemann. She wants to lie with a young person. Sie wollte einen Jüngeren. But thank God for Joseph. Aber wir danken Gott für Josef. He was a godly young man. Er war ein gottesfürchtiger junger Mann. Er lief davon. I don't want to continue the story because of time. I think you know the story. Eventually, this woman cooked a plan that led Joseph to prison. Ich will diese Geschichte jetzt nicht weiter ausführen. Ihr kennt sie, aber diese Frau strickte einen Plan, der Josef eventuell ins Gefängnis brachte. Aber Gott war mit ihm. Peter told us in 1 Peter chapter 4. Petrus sagt uns in 1. Petrus from verse 10 down to 13, von 10 bis 13. He said, if you are suffering, wenn du leidest, don't suffer as a wicked man or woman. Leide nicht. Don't suffer as a wicked man or woman. Leide nicht als ein sündiger oder böser Mensch. But suffer as a Christian. Er leide als ein Christ. So Joseph suffered as a Christian. Joseph leidete als Christ. And at the end, aber am Ende, God rewarded him. Hat Gott ihn belohnt. He became the king in Egypt. Er wurde der König von Ägypten. So I said, every choice you made has a consequences. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat eine Konsequenz. So may God help us in Jesus' name. Again, I don't want you. Nochmal. To follow the example of Samson. Wir wollen uns das Beispiel von Samson anschauen. Samson was a young man. Samson war ein junger Mann. And I know you know the story how he lived his life. Und ich bin sicher, ihr kennt die Geschichte, wie er sein Leben lebte. In Judges chapter 14. In Richter 14. Verses 1 to 3. 1 bis 3. Und Samson ging nach Timnath hinab. Und er sah in Timnath eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe in Timnath eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder, unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Samson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Samson was a young man from Israel. Samson war ein junger Mann von Israel. And it is abomination for an Israelite to marry a Gentile woman. Und es ist für einen Israeliten verboten, eine Frau von einer Heidin zu heiraten. The reason God told God's people not to marry from sinners was that they will mislead you and make you to serve their own God. Und ein Grund war, warum Gott ihnen das Gebot ist, dass diese Frauen aus anderen Völkern sie von Gott wegführen würden. I think you know Solomon very well. Ich denke, ihr kennt Salomo sehr gut. Solomon was a great man in Israel, a great king in Israel. Salomo war ein großer König. But because he had love for women.
aber weil er diese Liebe zu Frauen hatte. Jede schöne Frau, die er sah, wollte er heiraten. He married 300 women. Und er heiratete 300. And every woman from a Gentile nation, from sinners, want him to build a shrine for her God. Und jede Frau, die aus einem anderen Volk stammte, wollte ihren eigenen Altar bauen. Because of that, they misled Solomon. Und aus diesem Grund haben sie Salomo in dieser Beziehung verführt. Solomon today was in hell. He's in hell. Heute ist Salomo in der Hölle. Because of women. Wegen der Frauen. So Samson, Samson, an Israelite, ein Israelit, he grew up in a good family. Er wuchs in einer guten Familie auf. The parents feared the Lord. Seine Eltern fürchteten den Herrn. But one day he went out. Aber eines Tages ging er hinaus. He went among the Philistines. Er ging zu den Philistern. Again, I want to warn us: be careful the company you keep. Be careful the place you go. Noch einmal will ich euch warnen, aufzupassen, wo ihr hingeht und in was für einer Gesellschaft ihr euch befindet. He saw a young lady from Philistine. Er sah eine junge Frau von den Philistern. Maybe she's tall, she's fair, beautiful. Vielleicht war sie sehr groß und schön. She had a twisted neck. Sie hatte einen schönen Hals. The hair was so long and beautiful. Sie hatte sehr lange Haare. Solomon said, Samson said, oh, over my dead body, I must marry this girl. Nur über meine Leiche, ich werde diese Frau heiraten. He ran home. Er ging nach Hause and told the parents, und sprach mit seinen Eltern. I've seen a young girl I'm going to marry, but she's a Philistine lady. Ich habe eine junge Frau gesehen, die ich heiraten will, aber sie ist Philisterin. Die Eltern waren geschockt. They were shocked. They sat him down. Sie sagten ihm, er soll sich hinsetzen. Do you know the problem of young people today? Wisst ihr die Probleme der jungen Leute zu sagen? Wollt ihr, dass ich die Probleme der jungen Leute zu sagen? Sie hören nicht auf ihre Eltern. They don't hear their parents. Sie achten nicht darauf. They think they know better. Sie denken, dass sie es besser wissen. I think I asked a young lady in Lagos before I left. Ich fragte eine junge Frau in Lagos, Nigeria. She attended fellowship with the congregation at Ikorodu. Sie kommt da in diese Gemeinde. After the service, nach dem Gottesdienst, I was greeting the mother. Habe ich die Mutter begrüßt. So the way this girl dressed, half naked. Die Art, wie dieses Mädchen angezogen war, halbnackt. I asked her, do you see your mother? Siehst du deine Mutter? Do you see how she dressed? Siehst du, wie sie angezogen ist? Don't you like her style? Magst du nicht ihren Stil? She told me she is an old woman. Sie sagte mir, sie ist eine alte Frau. That's our problem today. Das ist unser Problem. My parents they are old. Meine Eltern sind alt. But you know they were younger than you now when they were in your age. Aber sie waren einmal genauso alt. So Samson's father and the mother sat him down and they talked. To him. Also Samsons Eltern nahmen ihn beiseite und redeten zu ihm. Why is it that you decided to marry from the Philistines? Warum willst du eine Philisterin heiraten? Don't you see any girl? Siehst du nicht irgendwelche anderen Mädchen in Israel? Look, the Bible says a Christian should marry a Christian. Die Bibel sagt uns, dass Christen Christen heiraten sollten. A sinner should marry a sinner. Sünder sollten Sünder heiraten. As a sister in the Church of God, you have no business to marry outside. Als eine Schwester in der Gemeinde Gottes solltest du keinen Sünder außerhalb der Gemeinde heiraten. Als ein Bruder in der Gemeinde Gottes solltest du keine Frau von außerhalb heiraten. Was immer du brauchst, ist hier in der Gemeinde. Wir haben schöne Schwestern in der Gemeinde. Wir haben schöne Brüder in der Gemeinde. Wenn du keine Bruder oder Schwester in Deutschland siehst, hier siehst du, dann komm nach Nigeria, dort wirst du sie sehen. God is one family all over the world. Die Gemeinde Gottes ist eine Familie auf der ganzen so Welt. We must marry from our family. Wir sollten von unserer Familie heiraten. Because we have the same law. Wir haben denselben Herrn. We have the same lifestyle. Wir haben denselben Lebensstil. That is why we must marry among ourselves. Deswegen sollten wir innerhalb der Gemeinde heiraten. Do you know what Samson told his parents? Wisst ihr, was Samson seinen Eltern sagte? Look at his story. Vers 3.
Read it again. The last statement there. He said, get her for me, for she pleaseth me well. Die letzte Aussage hier in Vers 3. Nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Our people used to say that a dog that death want to kill, that death does not allow a dog to smell a bad odor. Okay, that's hard. I don't know. So, you know a dog? You have a dog here? Yeah, we know say dogs. Death, you know what is death? Death, like killing? Huh? Death? Death. Yeah. Okay. See, when a death is after a dog, wenn der Tod hinter einem Hund her ist, that it does not allow that dog to perceive the odor of a shit. Dann erlaubt er es nicht, dass der Hund ihn riecht. Until the dog is destroyed. Und der Hund stirbt, weil so er nicht riecht. This young man, Samson, dieser junge Mann Simson, no matter all the parents said to him to convince him, was auch immer die Eltern zu ihm sagten, um ihn what zu überzeugen. He said, get her, get this Philistine woman for me. She pleases me. That is, she is right in my sight. Was auch immer sie versuchten, ihn umzustimmen, er sagte, gib mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. So because she was right in his sight, no matter what the parents were saying, does not concern him. Weil sie es recht in seinen Augen war, konnten die Eltern noch so viel sagen. Please, sisters and brothers that are here, young people, bitte, liebe Brüder und Schwestern, die ihr heute hier seid, godly parents, wenn ihr gläubige Eltern habt, you are the most blessed individual. Seid ihr die meistgesegneten Individuen. Let me repeat. If you have a godly parents, lass mich you wiederholen. Are the most blessed individual. Wenn ihr gläubige Eltern habt, seid ihr die gesegnetesten Individuen. Always listen to their instructions. Hört auf ihre Ratschläge. Open for advice. Seid offen für Ratschläge. Because it's going to be well with you. Dann wird es euch gut gehen. Bible say, children, obey your parents. Die Bibel sagt, gehorcht euren Eltern. For this is the first commandment with a promise. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. That you might live long in this world. Dass du lang leben wirst in dieser Welt. So, but if you disobey your parents, aber wenn du deinen Eltern nicht gehorchst, you are not going to live long. Wirst du nicht lange leben. That is the word of God. Das ist das Wort Read Gottes. Read the story from Judges chapter 14 through 16. You see how Samson died. Lest euch die Geschichte in Richter 14 bis 16 durch. Ihr seht, wie Simson zerstört wurde. Because of love of women. Wegen der Liebe zu Frauen. He married this lady, actually. Er heiratete diese Frau. But for one day, that lady never entered his house. Aber diese Frau kam nie in sein Haus. Then the parents of that lady gave her to another man. Weil diese Frau, Samson's friend. Weil diese Frau schon einem anderen Mann versprochen war. Samson met another lady in another town. Samson heiratete eine andere Frau in einer anderen Stadt. I started making love with him, with her. Und sie liebten sich. After that lady, she jumped over to Dinah. To Dinah? To Delilah, sorry. Diese Frau Delilah. Some people say that Delilah is Samson's wife. Und einige sagten, dass Delilah Samson's Frau ist. Samson's wife. Wenn du die Bibel richtig liest, wirst du sehen, dass Delilah nie seine Frau war. She is only a lover to Samson. Sie waren nur befreundet. And she was the cause of Samson's destruction. Und sie war der Grund, warum Simson starb. So you need to be very, very careful as a young person. Ihr solltet sehr vorsichtig sein als junger Don't Mann. Follow the way of Samson. Folgt nicht dem Weg Simsons. Be satisfied in what is in the house of God, which is the church of the living God. Seid zufrieden mit dem, was ihr in dem Haus Gottes habt. Anything you cannot get in the house of God, you cannot get it elsewhere. Wenn ihr etwas nicht im Haus Gottes bekommt, dann bekommt ihr es nirgendwo. So be very, very careful. Seid sehr vorsichtig. God loves you. Gott liebt dich. If you choose to serve him now, that you are young, wenn du dich entscheidest, jetzt Gott nachzufolgen, wo he ihr jung is going seid, to order your way. Er wird deinen Weg machen. Don't think that you are wiser than your parents. Denkt nicht, dass ihr weiser seid als eure Don't Eltern. Think that you are wiser than your pastor. Denkt nicht, dass ihr weiser seid als Don't euer think Pastor. That you are wiser than all old people in the church that may advise you.
Denkt nicht, dass ihr weiser seid als alle anderen Menschen der Gemeinde, die euch Ratschläge geben wollen. Let me tell you a story of one young man in a community. Lasst mich euch eine Geschichte von einem jungen Mann erzählen. There was an old man, an old wise man in a community. Da war ein alter Mann in einer Gemeinde. I would say he is as wise as Solomon. Man sagte, er war so weise wie Salomo. Everybody respects this old man. Jeder hat diesen alten Mann respektiert. A young man grew up in that community. Und ein junger Mann wuchs auf in dieser Gemeinschaft. I am going to challenge this man. Und dachte sich, ich werde diesen Mann herausfordern. But before this, let me go and study philosophy in university. Bevor er das tat, ging er in die Universität und studierte Philosophie. He went to university and graduated in philosophy. Und machte seinen Abschluss in Philosophie. When he returned, wenn er zurückkam, said, "Let me go to this man and told him that a young man has grown up in this village." Als er fertig war, kam er zurück in dieses Dorf und sagte, dass er hier aufgewachsen sei. Do you know what this young man did? He caught a butterfly. Er fing einen Schmetterling. Then and they say, "I will take this butterfly to this old man." Ich werde diesen Schmetterling zu diesem alten Mann bringen. When I got there, wenn ich da bin, I will cover the butterfly with my hand. Werde ich in meiner Hand verstecken. The butterfly will be inside my hand. Er wird in meiner Hand sein. Then I will ask this old man a question. Dann werde ich diesem alten Mann eine Frage stellen. I will ask him, old wise man. Alter weiser Mann. This butterfly that is in my hand. Dieser Schmetterling, der in meiner Hand ist. Is it dead or alive? Ist er tot oder ist er lebendig? Then in his mind he said, if the old man say he's alive, then he will kill the butterfly and prove him wrong. In seinem Gedanken ging er davon aus, wenn er sagen sollte, der Schmetterling ist lebendig, werde ich ihn töten. If the old man say the butterfly is dead, he will open his hand and the butterfly will fly away. Wenn er aber sagt, er ist tot, werde ich ihn einfach freilassen und der Schmetterling wird weg. Do you see the plan? Seht ihr diesen Plan? Is it not a good plan? Ist das nicht ein guter Plan? So it's a good plan. Es war also ein guter Then Plan. He went to the old wise man. Also ging er zu diesem alten weisen Mann. And he greeted the man. Und er begrüßte ihn. I said, I've come to see you. Ich bin gekommen, um dich Please, zu sehen. Please, old wise man, I want you to help me. Bitte, alter weiser Mann, Behold, hilf in my mir. Hand there is a butterfly. Hier in meiner Hand ist ein Schmetterling. I want to tell you, I ask you to tell me whether it is alive or death. Sag mir, ist er tot oder lebendig? See, my people say that what an old man sit down to see, a young man will stand up and will never see it. That what an old man sit down to see. Wenn ein alter Mann sich hinsetzt, um etwas zu sehen. That a young man standing up will not see it. Und ein junger Mann wird aufstehen und es nicht sehen. So there's a great distance between the life of a young man and an old man. Es ist also eine große Distanz zwischen einem alten und einem jungen Mann. Alte Menschen haben viele Dinge gesehen, die junge Leute nicht gesehen haben. Also denkt nicht, dass ihr weiser seid. Also der alte Mann sagte ihm, der alte Mann lachte ihn aus. Junger Mann, the life of that butterfly is in your hand. Das Leben dieses Schmetterlings, junger Mann, ist in deiner Hand. If you want it to leave, it is going to leave. Wenn du willst, dass er wegfliegt, dann fliegt er weg. But if you want it to die, it is going to die. Aber wenn du willst, dass er stirbt, dann wird er sterben. Do you see the wisdom? Seht ihr diese Weisheit? The wisdom of an old man. Die Weisheit eines alten Mannes. So the young man bowed his face in shame. Also beugte sich dieser junge Mann he thought he was wise. In Schande. Er dachte, er wäre weise. Weil dieser alte weise Mann ihm eine Lektion erteilt hatte. Etwas, worüber er nie wieder nachdenken würde. Etwas, das ich euch als junge Männer und Frauen sagen your möchte. Life is in your hand. Euer Leben ist in eurer Hand. What you want it to be is going to be so. Was ihr tun möchtet, das, so wird es If sein. You want to turn your life unto God, good and fine. Wenn ihr euer Leben Gott übergebt, ist es gut. But if you want to live in sin and die in sin, good and fine. Wenn ihr euch der Sünde übergeben wollt und in Sünde sterben But wollt, I want to auch tell gut. You, there is heaven.
aber ich will euch etwas sagen. Es gibt einen Himmel und eine Hölle. That is the final bus stop. Das ist der finale Stopp in unserem Leben. Heaven, entweder or hell. Himmel oder Hölle. Well, remember the advice of Moses to Israel. Erinnert euch an Mose, den Ratschlag, den Mose den Israeliten gab. Told them to choose life. Er sagte ihnen, sie sollen so das Leben erwählen. We follow them. Dass der Segen ihnen folgen wird. And their children. Und ihren Kindern. My encouragement to you as a young person this evening. Meine Ermutigung zu euch als junge Menschen. If you have not decided to follow Jesus. Wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, Jesus zu folgen. I want you to decide. Möchte ich, dass ihr euch entscheidet. I have a chorus in English that says, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. That's my own decision. Es gibt diesen einen Chorus in diesem Lied, Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Ich blicke nicht zurück. Das ist meine Entscheidung. That is my own choice. Das ist meine eigene Entscheidung. Some few years ago, ein paar Jahre zurück, a young man that we started to go there to go to church. Als ein junger Mann anfing zur Gemeinde zu kommen, he came to my house. Er kam zu mir zu Hause. He asked me. Er fragte mich. Why is it that all the people that served God during the Nigerian Biafra war, all of them have backslided, but you have never backslided? Wie kommt es, dass all diese Christen in dem Biafra-Krieg wieder zurückgeglitten sind, aber du nicht? I told you, my choice is to serve God all the days of my life. Weil meine Entscheidung war, Gott zu dienen mein Leben lang. And it's by grace, not by power. Und es ist durch die Gnade, nicht durch die Kraft. The Bible said, as many as received him, to them he gave power to become the sons of God. So viele ihn annahmen, wurden sie Nachfolger oder Kinder Gottes. So, my brothers and sisters, meine Brüder und Schwestern, if you have not made a choice, wenn ihr doch nicht die Entscheidung getroffen the right habt, choice, die richtige Entscheidung, this evening, heute Abend, God is giving you an opportunity. Gott gibt euch eine Möglichkeit. You don't know what will happen. Ihr wisst nicht, was passieren wird. In October 1980, something happened in my village. Im 1980 im Oktober ist etwas in meinem Dorf passiert. I think Brother Hubbard may remember where my wife says some things. This is a big junction there. Und was Bruder Herbert einmal sagte mit diesem Ereignis, ist eine Verbindung. I was still in Protestant church by then. Ich war damals noch in der Presbyterian Church. I have a friend. Ich habe einen Freund. So at that junction, he stood there. He stood at that junction. Ich stand an dieser Kreuzung. And a young man was riding, mentioned, coming. Und ein junger Mann fuhr auf mich zu. When the young man stopped to check whether about vehicles passing. Als er stoppte an dieser Kreuzung, um zu schauen, ob es frei ist. This my friend started telling him about Jesus. Hat mein Freund angefangen, ihm über Jesus zu erzählen. He sighed and they cursed, this my friend. I said, go away with your Jesus. Er verfluchte ihn und sagte, geh weg mit diesem Jesus. He went to our local government headquarter to type something for their social club. For their club. Er fuhr zu einem Club. On his way coming back. Und auf dem Weg zurück. His friend shot him to death. Sein Freund erschoss ihn. Maybe God had planned for him to receive Jesus before his death. Vielleicht hatte Gott den Plan, dass er Jesus annimmt, bevor er stirbt. But he abused that opportunity. Aber er ließ diese Gelegenheit verstreichen. He died in sin and went to hell. Er starb in Sünde und ging in die so Hölle. So if you have not decided to follow Jesus, wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, Jesus zu folgen, this evening is your opportunity. Heute Abend ist eure Möglichkeit. Church of God is not a place you go because my parents are there. Gemeinde Gottes ist nicht ein Ort, weil meine Eltern dahin gehen. Or my friends are there. Oder weil meine Freunde hier so sind. So you become a member because you have people that are there. Ihr bekommt Mitglied, weil ihr Leute kennt, die hier sind. It takes your personal decision to be a child of God. Es braucht deine eigene persönliche Entscheidung, ein Kind Gottes zu sein. It takes your personal decision to be a member of the Church of God. Deine eigene persönliche Entscheidung, ein Teil der Gemeinde Gottes zu sein. To live your life for Christ. Deine Entscheidung,
dein Leben für Jesus zu lassen. Kein Mensch wird das für dich tun. Deine Eltern können dieses Leben nicht für dich leben. Dein Ehemann kann dieses Leben nicht für dich leben. Deine Frau kann dieses Leben nicht für dich führen. Es ist ein Leben, dem du geweiht sein musst, um es zu leben. Und du musst es so lassen. So I want you to consider the life you are living now. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, über das Leben, das ihr lebt. Knows your heart. Gott kennt dein Herz. If you are living for him, he knows that you are living for him. Wenn du für ihn lebst, dann weiß er, dass er das für ihn lebst. He knew that you are following the world. Wenn du der Welt folgst, dann weiß er, dass du der Welt folgst. But remember, John told us, love not the world, neither the things that are in the world. John sagt uns, liebe nicht die Welt noch, was in ihr ist. Let me repeat, as young ladies, the way the world dress. Lass mich wiederholen, junge Frauen, die Art, wie ihr euch kleidet. We men don't have problem as far as dressing is concerned. Wir Männer haben weniger Probleme, sofern es um Kleidung geht. But here, there are people who go out naked. Aber hier, you mean who go about naked? Hier, es gibt Leute, die halb nackt rumlaufen. Some men go about with a singlet. Männer, die ihre Muskeln zeigen. Short knicker. Or togs. Kurze Hosen. All these things are the abomination in the sight of God. Es ist Sünde in den Augen Gottes. Some ladies, instead of wearing gown and a skirt, they prefer to go on trousers like men. Es gibt Frauen, die sich so kleiden wie Männer. This is abomination in the sight of God. Es ist Sünde vor Gott. Deuteronomy chapter 22 verse 5. 5. Mose. Deuteronomy. Say, women must not put on what belongs to men. Da steht, dass Frauen keine Männerkleidung tragen and sollen. Men must not put on what belongs to women. Und Männer sollten keine Frauenkleidung tragen. God said, anyone that does it is abomination in the sight of God. Und jeder, der es tut, ist Sünde vor Gott. And as a Christian, you cannot afford to live abominable life. Als Christ kannst du dir es nicht leisten, ein sündiges Leben and zu führen. Still pretend to be a child of God. Und trotzdem so zu tun, als ob du ein Kind Gottes wärst. I want you to dedicate your life to Christ. Ich möchte, dass ihr euer Leben Gott weiht. If you will do that, wenn ihr das tut, then God is going to be proud of you. Dann wird Gott stolz auf euch sein. And God is going to go with you wherever you go. Und Gott wird mit euch gehen, wohin immer ihr geht. And in this life, you will live it to the fullness. Und in dieses Leben werdet ihr und ihr werdet dieses Leben in der Fülle leben. So, just what God requires from you is to fear him. Das Einzige, was Gott von dir verlangt, ist ihn zu fürchten. Keep his commandment. Und seine Gebote zu halten. Go about your business. Mach deine Sachen. You will not have problem. Du wirst keine Probleme but haben. But when the fear of God is not in your heart, aber wenn die Furcht Gottes nicht in deinem Herzen ist, you will not love God. Wenn du deine Liebe nicht im Herzen trägst. The next person you will love is Satan. The next person you will love is Satan. Die nächste Sache, die du lieben wirst, ist Satan. And if you serve Satan, wenn du Satan dienst, the reward in this life will be hard ash. Dass die Belohnung in diesem Leben wird heiß, hot ash. Yes. Heiße Asche. Yes. That heart brokenness. Herzschmerz haben. Then misery. Dir wird es miserabel gehen. Lack of hope, uncertainty. Keine Hoffnung auf Gewissheit haben. And many other evil things. Und viele andere Dinge. And at the end, und am Ende you will end up in hellfire. Wirst du in der but Hölle if you landen. Choose to serve God, aber wenn du dich entscheidest, Gott zu dienen, God is God of hope. He's going to give you hope. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er wird dir Hoffnung geben. Du wirst Liebe haben. You have peace. Du wirst Frieden haben. You have joy. Du wirst Freude haben. And every other good things, you read the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Und alle Früchte des Geistes, die in Galater 5 beschrieben and sind. At the end, you spend ageless eternity in heaven. Und am Ende als Belohnung wirst du Ewigkeit im Himmel verbringen. Jesus Christ asked a question. Jesus Christus fragte eine Frage. What shall it profit a man, a woman, a girl, a boy, if he or she will gain the whole world? Say again. What shall it profit a man? Was sollte ein junger Mensch davon haben, wenn er die ganze Welt ergreifen könnte? If he will gain the whole world.
wenn er die ganze Welt and he lose his soul. Aber seine Seele verlieren würde. Or what can a man give in exchange for his soul? In exchange? What can a man give in exchange for his soul? What kind of man? I'm afraid. Exchange. What can exchange, you give? Exchange, yeah. Was für ein Mann würde diesem Austausch zustimmen? There's nothing. Es gibt nichts. All the money in this world. All das Geld in dieser Welt. Cannot buy one soul. Kann keine Seele kaufen. And that's why you must be very, very careful. Deswegen müsst ihr vorsichtig sein. Before we pray. Bevor wir beten. I want you to think about your life. Möchte ich, dass ihr über euer Leben nachdenkt. Examine your life as a young person. Schaut noch mal in euer Leben ganz genau. Where do you love to spend your time? Wo verbringst du die meiste Zeit? What do you do when you get outside from your home? Wo gehst du hin, wenn du von zu Hause rausgehst? What kind of friends do you have? Was für Freunde habt ihr? What kind of company do you keep? In was für einer Gesellschaft befindet ihr euch? What is the meditation of your heart when you are alone? Was ist in deinem Herzen? Über was denkst du nach? Is there a room in your heart for the word of God? Ist da Raum für das Wort Gottes in deinem Herzen? Is there any room in your heart for the Spirit of God to dwell? Ist Raum für Gottes Wirken in deinem Herzen? Do you have the hope that if you die today that you are going to heaven? Hast du die Hoffnung, dass wenn du heute stirbst, dass du in den Himmel kommst? I want you to think. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Tell yourself the truth. Sag dir selbst die Wahrheit. If you know you are not right with God. Wenn du nicht richtig mit Gott bist. If you know the life you are living is not pleasing in the sight of God. Wenn du nicht dieses Leben lebst, das in Gottes Augen richtig ist. I plead with you. Ich bitte dich. Paul said that knowing the terror of God we persuade men. Paul sagte, knowing the terror, the anger of God. Dass man den Terror von Gott, they try den Zorn Gottes, force people to receive Christ. Das bewirkt, dass Menschen Gott annehmen. So I want to encourage you. Ich möchte euch ermutigen. Make up your mind. Entscheidet euch. And decide this night. Und entscheidet euch heute Nacht. That I want to serve God. Dass ich Gott dienen will. It's for your own good. Es ist für euer eigenes Bestes. Because when this life ends. Wenn dieses Leben endet. There is another better way to live. Es gibt einen besseren Weg zu leben. We are here to prepare ourselves. Wir sind hier, um uns selbst vorzubereiten. For the life that is ahead of us. Für das Leben, das vor uns liegt. We have a very short life to live here. Wir haben ein sehr kurzes Leben hier. But when we go to the other side. Wenn wir auf der anderen Seite sind. You say everlasting, that it will never end. Es wird ewig sein, es wird nie aufhören. We become like God. Wir werden wie Gott sein. God can never die. Gott kann niemals sterben. And so in heaven. Im Himmel, there is no death. Im Himmel gibt es keinen there Tod. Is no sorrow. Es gibt keinen Schmerz. There is no sickness. Es gibt keine Krankheit. So you live in the presence of God forever and ever. Wir werden in der Gegenwart Gottes für immer und ewig I'm leben. Giving you an opportunity. Ich gebe euch eine Möglichkeit. If you want to serve the Lord, wenn ihr Gott dienen wollt, if you want to decide for him, wenn ihr euch für ihn entscheidet, I want to sing a song. Möchte ich ein Lied singen. As I'm singing this song, ich werde dieses Lied singen. You can stand up, come to the altar, give your life to Jesus. Während ich dieses Lied singe, könnt ihr aufstehen, nach vorne kommen und euer Leben Gott übergeben. This is not a matter of shame. Es ist keine Ursache, sich dafür zu schämen. What we are talking about is a matter of life and the death. Wir reden hier über Tod und Leben. Moses say, I place before you life and the death. Ich sage euch, dass ihr euch entscheiden sollt zwischen Leben und Tod. Life. Aber ich sage euch, entscheidet if euch fürs Leben. This night, wenn ihr euch für das Leben heute Nacht entscheidet, well with your soul. Wird es gut mit eurer Seele sein. So I want to sing a song. Ich werde jetzt dieses Lied singen. Say, sin is killing. Sünde tötet. Sin is killing. Sünde tötet. It's a testimony. Es ist ein Zeugnis. Some years ago, I gave my life to Jesus. Jesus took me and washed my sins away. And then he gave me a bath to live for him. My life changed. Now I am happy, happy. I came to Jesus.
He washed me and forgave me, and now you know I live my life for him. Come to Jesus, he washed you and forgive you, and then you know you live your life for him. Sin is killing, my friend, you know that. I come to tell you because I love you. So run to Jesus, or else we perish. Time is flying, oh, you may be too late, too late. I came to Jesus, he washed me and forgave me, and now you know I live my life for him. Come to Jesus, he washed you and forgive you, and then you know you live your life for him. I think, can you interpret it for them? Maybe for those who do not. Translating? What do you mean? Say, can you interpret the song for them? For those who do not. I will try. Sünde tötet. Einige Jahre zurück gab ich mein Leben Jesus. Jesus nahm mich und wusch meine Sünden weg. Dann gab er mir ein Leben für ihn. Mein Leben hat sich verändert. Jetzt bin ich fröhlich. Ich kam zu Jesus. Er wusch mich und vergab mir. Und jetzt weißt du, dass ich mein Leben für ihn lebe. Komm zu Jesus. Er wird dich auch von der Sünde abwaschen und dir vergeben. Und dann kannst du auch für ihn leben. Sünde tötet, mein Freund. Weißt du das? Ich kam, um dir das zu sagen. Entweder du entscheidest dich für jedes oder du wirst sterben. Die Zeit fliegt. Es wird schon bald zu spät sein. So, I encourage you once again. Ich möchte euch noch einmal ermutigen. Be sure. Seid sicher, that you are serving the Lord with all your heart. Dass ihr Gott mit eurem ganzen Herzen dient. Als junge Leute, I said before, sagte ich vorher schon, Satan is after you. Satan ist hinter euch her. And God equally is after you. Und Gott ist auch hinter euch her. Whomsoever you give your life, wem auch immer ihr euer Leben übergibt, is going to use it to increase his kingdom. Wird es nutzen, um sein Königreich Satan zu vergrößern. Has a kingdom. Satan hat ein Königreich. The kingdom of darkness. Das Königreich der Finsternis. God has a kingdom, Gott hat ein Königreich. The kingdom of light. Das Königreich des Lichts. So you choose among the two kingdoms. Ihr entscheidet euch also zwischen diesen And zwei Königreichen. Your choice, deine Entscheidung, has consequences. Hat Konsequenzen. At the end of this life, am Ende dieses Lebens, that is the time you are going to receive your full reward. Wird ihr die Belohnung dafür erhalten. If you are a child of God, als ein Kind Gottes, you your reward in heaven. Wirst du deine Belohnung im Himmel erhalten. Satan, wenn du Satan dienst, then you receive your reward in hell. Wirst du deine Belohnung in der But Hölle it's erhalten. Never the plan of God Aber es ist niemals der Plan for Gottes, any of us to go to hell. Dass niemand von uns That is zur why Hölle he gehen sent sollte. Jesus Christ. Deswegen hat er and Jesus he gesandt. Came to this world und er kam in diese Welt and died und starb and he resurrected und stand wieder auf, so that we might have life. So dass wir Leben haben können. So, give your life to Jesus. Gebt euer Leben Jesus. He is going to be well with you. Und es wird gut mit euch sein. With these few words, in diesen wenigen Worten, I encourage you. Ermutige ich euch. Never you give up. Niemals aufzugeben. If you are serving God today, wenn du Gott heute dienst, don't give up. Gib nicht auf. Continue to serve him. Diene ihm weiter. At the end, am Ende, you will receive a blessing. Wirst du den Segen empfangen. Thank you for giving me your audience. Danke, dass ihr Thank you for listening mir to me. Zugehört habt. Thank you for the privilege of standing before you. Danke für das Privileg, vor euch zu stehen. I believe we continue to work together in the kingdom of God. Ich denke, wir werden in Zukunft weiterhin zusammenarbeiten in dem Königreich Gottes. God bless you. Gott segne euch. Amen. Amen.